Warum störst du meine Ruhe? Muss ich mich noch weiter eingraben, damit ich endlich Ruhe vor euch lästigen Winzlingen habe? Ihr Menschen seid ein so seltsames Volk. Hinweggefegt durch den Odem des Todes findet sich doch immer noch jemand, der sich aus der Asche erhebt und sich zum Helden berufen fühlt. Aber das wird bald ein Ende haben. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass so bald keiner von euch mehr aufsteht. Sei still. Mit der mir verliehenen Macht des Heiligen Auges befehle ich dir, meine Fragen zu beantworten. Frag du nur. Dein Wissen wird dir nichts nützen. Wer bist du? Ich bin Finkreck, Herr über Schnee und Eis, Hüter der Zusammenkunft und zu guter Letzt dein Tod. Okay. Welchem Gott dient ihr? Welcher verfluchte Gott konnte es überhaupt zulassen, dass ihr verachtenswerten Kreaturen auf dieser Erde wandelt? Mach dir keine Mühe, den Sinn unserer Zusammenkunft zu verstehen, kleiner Held. Belia hat es nicht nur zugelassen, dass wir jetzt hier sind, er hat es uns sogar befohlen. Beflügelt von seinen heiligen Worten werden wir nicht eher ruhen, als dass wir seinen Willen in die Tat umgesetzt haben. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu den Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Los geht's! Die Kraft des Auges ist erloschen und deine Zeit ist nun abgelaufen. Abgelaufen. Und Biff macht sich bereit. Ich sag ja, Biff kämpft immer fröhlich mit, außer beim Felsdrachen. Komm her. Oh, ich sollte ja nicht seitlich laufen, sondern rückwärts. Upsa. Ah, er zündet mich gleich noch an. Ah, jetzt hör auf, Finkreck, du Irrer. Spinnst du eigentlich? Gerade hatte ich noch volles Leben, das ist aber unfair hier. Na egal. Du kriegst mich eh nicht platt, du kleiner Eisdrachen. Ampelmann. Ja, komm doch her hier. Ui, okay. Ich habe einfach nur abgeblockt, dich Depp. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen ungeschickt. Okay, jetzt ist es schon besser gewesen. Ich sehe ihn auch nicht. Ich weiß, der ist zu groß. Okay, shit. Ja, gut, da war ich ein bisschen ungeschickt. Probieren wir das nochmal. Er ist zu groß, ich sehe ihn einfach nicht. Ich sehe einfach immer nur seinen Körper, das ist voll doof. Ja, ja, du bist Finkreck, Eis und Feuer und... Ach, keine Ahnung. Nee, okay, Eis und Feuer, was ist das? Ja, jetzt schwirren wir ein bisschen im Kreis rum. Okay, er nicht... greifst du mal an oder schläfst du nur? Hallo, dämlicher Finkreck, auf den Kreis zu fliegen, ey. Das gibt's doch gar nicht. So irre im Kreis zu fliegen, greif mal an, das ist irgendwie langweilig so. Wow! Okay, du musst mich auch nicht wörtlich nehmen. Wow! Schmeckt gleich zweimal zu. Damit habe ich nicht gerechnet. Los! Okay, Biff hat ihn jetzt oft genug gehauen, dass er auf ihn losgeht. Klopp. Da hat er Biff vorher eine reingekloppt. Und hepp. Ha. Nein, lass Biff in Ruhe, du Irrer. Kassierst du aber erstmal ordentlich, dämlicher Eishampelmann. So. Ah! Okay, jetzt muss ich aufpassen. So, jetzt stirb! So muss man's den Biestern geben. Wie weit bist du weggeflogen? Wow, Finkreck ist einfach auf mir niedergeprallt. Wow, Biff! Holy crap, wie hast du das überlebt? Wieso lebst du? Holy crap, hast du ein Glück, Biff! Du musst ja wirklich der größte Glückspilz auf diesem Planeten sein, ey. So, wir haben hier Lederbeutel, Lederbeutel, Lederbeutel,
Lederbeutel, Lederbeutel, wir haben Sturmbringer, wir haben Lederbeutel. Was ist Sturmbringer genau? Wahrscheinlich wieder eine... Ja, das sind alles Zweihandwaffen, die so absolut toll sind. Natürlich, ich hätte vielleicht darauf Zweihand gehen sollen. Aber was soll's, ich hatte letztes Mal Zweihand. Da gab es aber nur die dämliche Klaue Belias, die man benutzt hat. Das habe ich habe mich jetzt schon 20.000 Mal drüber aufgeregt. Biff, falscher Weg, hier lang. Okay, dann haben wir da hinten auf jeden Fall noch einen Eisgolem. Und ich sehe hier gerade, irgendwie ist da was in dieser Hütte drin. Ist das eine... Was ist das? Eine Nachricht? Die habe ich noch nie bemerkt. Willst du mich verarschen? Okay, da ist eine Nachricht drin, Leute. Ich habe noch nie gemerkt, dass hier in dieser dummen Höhle eine Nachricht ist. Das glaube ich ja gar nicht. Ich zum ersten Mal... Ich bin voll aufgeregt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber was steht in dieser Nachricht drin? Gib mir diese Nachricht. Ich muss die Nachricht... Muss die... Eine Nachricht. Wir haben das Lager verlassen. Jetzt, da die Barriere endlich gefallen ist, werden wir das Zentrum der Zerstörung aufsuchen. Vielleicht finden wir dort die Antworten, die wir so viele Jahre gesucht haben. Wohin unsere Reise danach geht, weiß nur Adanos. Adanos ist bei uns, Saturas. Okay, unser oberster Wassermagier Saturas ist abgehauen. In Nacht des Raben weiß man wohin, in Classic ist er einfach nur weg. Ich habe diese Nachricht trotzdem noch nie bemerkt. Bringt zwar nicht viel, ich dachte, es wäre irgendeine abenteuerliche Quest oder so, was leider nicht der Fall ist, aber ist egal. Wir schnappen uns dahin jetzt noch diesen Eisgolem und hoffen einfach mal, dass es nicht noch weiter zum... Es sind ja zwei auf einmal, ach du Kacke. Es ist schon ziemlich spät, es kann sein, ich mache echt die Nacht durch. Okay, es geht nicht noch weiter zur... Oh, ich hätte mich vielleicht heilen sollen, ne? Biff, hilf mir. Wo ist Biff? Oh nein! Au. Au, au. Au. Ihr Bastarde. Ja, gut. Was ist mit Biff? Warum hat der mir nicht geholfen? Ist der gestorben? Soll ich ihn dann lieber heilen, oder? Brauchst du Heilung? Klar. Schaden kann's nicht. Ich könnte ihn aber auch schon wegschicken, ne? Ich werde dir später etwas geben. Vergiss es aber nicht. Ich kann dir aber auch erstmal sagen, die Drachen sind tot. Das wäre geschafft. Alle Drachen sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Ich denke schon. Schade. Ich war gerade so schön in Fahrt. Ja, Biff ist mir eine große Hilfe gewesen. Ich heile ihn jetzt trotzdem einfach mal. Ich kann ihm jetzt sagen, er soll gehen, aber ich heile ihn jetzt... obwohl, sagen wir einfach, wie er geht jetzt. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wie du meinst. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Ja, was Besseres vorstellen. Halt doch die Klappe. Naja, okay. Nein, okay, das mache ich jetzt nicht. Ja, behalten wir ihn halt einfach noch. Ja, gut. Muss jetzt sein. Behalten wir ihn noch ein bisschen. Brauchst du Heilung? Aber dazu müssen wir ihn leider heilen, was ein bisschen nervig ist und ein bisschen dauern kann, ein bisschen Verschwendung ist, aber was soll's. Geben wir ihm ein paar beste Heiltränke, was eine Weile dauert. Wie viel haben wir denn überhaupt noch davon? Wir haben noch 5 Stück. Ja, jetzt muss man zufrieden sein, Biff. Ich selber trinke die nicht mal. Die sind so wertvoll, dass nicht mal ich die trinken darf. Aber du darfst sie trinken, weißt du? Ich kann ja auch nicht den mittlersten Heiltrank. Das geht natürlich nicht. Es geht nur der beste oder der kleinste, aber nicht der mittlerste. Mann, ja gut. Mir fällt gerade ein, eigentlich müssen wir gar nicht zu Silvio und Bulko zurück. Ich weiß gar nicht, warum das unser Held immer tut. Aber wir können es tun. Wir können uns auch einfach wegteleportieren. Wow, nein, 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 nein. Biff, wo bist du? Au, au, Biff, hilf mir. Au, Biff, ja, aua, nein, Hilfe, Biff. Hör auf damit, du Biest. Biff, Biff. Wo bist du? Ich kann nichts sehen. Ich kann mich nicht befreien. Aua. Au. Okay, ich bin frei. Oh mein Gott, der hat mir sein Leben gezogen. Einfach nur, weil der Drecksack mich eingefroren hat. Wäre voll unfair, mich einzufrieren hier. Komm her, du Golem. Nein, du machst jetzt nicht mehr dein Eisfuzzi-Ding. Komm her, stirb jetzt. Ich bin der Golem. Ich spack ab. Okay, tschüss. Oh mein Gott. Gott, ey. Ja, Biff, jetzt guckst du blöd, ne? Das war ganz schön chaotisch, tut mir leid. Was ist das hier? Eine Rune, eine leere Rune gibt es hier. Die bringt mir aber auch nur was, wenn ich Magier wäre. Oh, dieser Sturmbringer ist mächtig abgefahren. Und den könnte ich anlegen, ne? Ich habe genug Stärke, dass ich den anlegen könnte. Ich kann nur nicht so gut mit... Ah, doch, ich bin Kämpfer. Ich könnte damit kämpfen. Ich bin zwar kein Meister, aber ich bin Kämpfer. Meister bin ich ja auch erst seit kurzem mit der Einhandwaffe. Ich könnte schon damit kämpfen, aber die sind halt echt ein bisschen langsam. Ich behalte natürlich ja meine Einhandwaffe, aber ich könnte sie ja mal einfach nicht verkaufen, diesen Sturmbringer. Vielleicht ist der ja ganz nett in Notsituationen. Nee, ich bin Einhand, ich bleibe auf Einhand, ich verkaufe die schon noch. So,
Wir können jetzt eigentlich uns zur Burg teleportieren, aber wir haben ja noch einiges zu tun. Erstens müssen wir mal noch mit Silvi und Bulko reden. Zweitens müssen wir Angers Amulett holen. Und drittens kommen wir wahrscheinlich heute Nacht vielleicht echt nicht mehr zum Schlafen und machen einfach die Nacht hier komplett durch. Es ist schon 3:16 Uhr, Mann. Ich meine, ganz ehrlich hier. Also um 8 Uhr geht der Morgen wieder los. Ich werde natürlich dann, sobald ich Angers Amulett habe, werde ich mich sofort teleportieren und mich heilen. Quatsch. Und schlafen gehen, wenn es zeitlich denn reicht. Wenn es schon nach morgen ist, dann werde ich natürlich nicht schlafen. Kommen wir da eigentlich noch hoch? Man sieht, dass da eine Tür ist. Aber es gibt die Treppe wohl nicht. Die Leiter wohl nicht mehr. Naja, ich glaube, Leitern gibt es sowieso nicht mehr seit Gothic 2 Classic. Die gibt es dann erst wieder in Nacht des Raben, so wie ich es mitgekriegt habe. Die haben die mit Absicht weggemacht, weil die so doof waren. Moment, es hat doch Leitern, oder? Gab's, warte mal, gibt's in Classic jetzt Leitern oder nicht? Ich erinnere mich dran, dass man bei Classic ja die Möglichkeit, oder bei Gothic 2 die Möglichkeit hat, das nur kurz anzuklicken und nicht gedrückt zu halten, was der Vorteil, oh shit, es kommen schon wieder neue Gegner. Was der Vorteil gegenüber Gothic 1 war, weil da war das Problem, dass man einfach runterfällt, wenn man aus Versehen loslässt oder so. Und bei Gothic 2 war das dann anders gemacht, damit man da sich nicht dauernd selbst umbringt. Wir sind hier neue Ex. Oh wow, die drehen vor einem Rad. Okay, hallo. Toll. Ich bin jetzt halt gar nicht geheilt. Ich sollte mich vielleicht heilen, bevor ich hier gleich mit unseren lieben Freunden spreche. Sevio und Pulko. Aua. Kannst du mir aufhören jetzt? Ja, jetzt sollte ich mich auf jeden Fall mal noch ein bisschen heilen, glaube ich. Ja, die sind ja auch nicht so. Ja. Egal. Ist es jetzt egal, ob ich spoilere oder nicht? Ich verwirre mich manchmal immer selbst, ob ich spoilern soll oder ob ich nicht spoilern soll. Waren das jetzt fünf? Ich habe irgendwie. Hä? Sind noch vier? Was laber ich eigentlich? Okay, dann hauen wir uns hier mal noch ein paar 70er-Tränke rein. Ey, wir müssen noch so viel Scheiße kaufen. Guck euch das mal an. Wie Spitzhacken habe ich. Ach ja, ich habe die Sträflinge da ausgeraubt, ne? Die getötet wurden. Alle bis auf zwei, die ich dann noch getötet habe. Ich bin echt ein bisschen bescheuert. Ich meine, warum mache ich denn sowas? Aber okay, was soll's. Das wird hier schon langsam wieder hell, bis ich hier fertig bin mit der Eisregion. Jetzt muss ich trotzdem noch weitermachen. Hallo. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Deine kleine Rolle bei der Sache wird jetzt aus der Welt geschafft. Los geht's. Genau in diesem Moment hat mich dann Biff angesprochen, dass er unbedingt Geld will. Er hilft mir leider nicht gegen Menschen. Ihr seid auch nicht mehr die besten Kämpfer jetzt mittlerweile, weil ich jetzt der beste Kämpfer bin. Ich mache jetzt kurz fertig hier. Guckt mal, ihr macht mir gar keinen Schaden, obwohl ihr zu zweit seid. Kann ja einer von euch jetzt irgendwie mal aufhören, hier so gut zu sein? So, Bulko, du kippst jetzt gleich um, okay? Tschüss, Bulko. Oh, dann halt nicht. Aber jetzt. So, und jetzt bist du dran, Silvio. Wieso macht Bulko eigentlich keine Geräusche? So. Du hast gar nicht mitgeholfen. Ah. Gut, zum letzten Mal kriegst du nochmal Geld. Ja, weiter geht's. Weiter beim Nichtstun. Entschuldigung, ich habe die noch nicht ausgenommen. So, Silvio und Rusche. Entschuldigung, Bulko, das musste jetzt sein. Ich habe vergessen, ich habe dich nicht ausnehmen können, weil Biff wieder reden muss. Dumpfbacke. Okay. Ja gut, Silvio ist tot. Bulko liegt noch ein bisschen in der Gegend rum. Wir könnten jetzt eigentlich auch warten, bis er aufsteht, aber wir müssen da hinten noch mit ein paar Drachenjägern reden. Es wird echt langsam schon wieder hell, seht euch das mal an. Wir haben die ganze Nacht hier verbracht. Es ist hier jetzt Morgengrauen schon. Heilige Scheiße. Und wir sind immer noch nicht ganz fertig. Weil wir haben tatsächlich fast die ganze Nacht jetzt durchgemacht. Und jetzt kommt ganz entspannte Musik hier. Dün, 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 dün. Ja, ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist hier Minentime-Musik. Dim, dim, dim. Okay, wir müssen kurz mit den Drachenjägern reden und ein bisschen angeben, weil wir so super cool sind. Leider glaubt uns halt fast keiner und die anderen sagen nur, mir doch egal. Voll doof. Ja gut, dann fangen wir hier mal an mit Hokorn. Mal sehen, was der dazu sagt, dass ich alle Drachen getötet hab. Ich habe alle Drachen getötet. Verzieh dich und erzähl deine Märchen jemand anderem. Fick dich einfach. Such doch mal Drachen. Es gibt keine mehr, weil ich sie alle umgebracht habe, du Trottel. So, Hokorn ist ein Arsch. Was ist mit dir? Bist du auch ein Arsch?
Ich habe alle Drachen getötet. Naja, und wenn schon? Hier im Tal gibt's noch genug für uns zu holen. Ja, der ist so ein und wenn schon. Und was sagt Kjorn? Ich habe alle Drachen getötet. Klar. Und ich bin Paladin. Du kriegst gleich auf die Fresse. Du hast vielleicht einen getötet, aber alle? Das kannst du einem anderen erzählen. Es hat ja nur vier, das sind sau wenig, aber jetzt sind alle vier tot. Jetzt fehlt nur noch der Penner da hinten, der bestimmt genauso irgendwie eine große Fresse hat und irgendwie irgendwann mal noch kassiert, wenn der so weitermacht. Aber okay. Na gut, ich soll mir merken, die Eisregion ist gesäubert. Es kann sein, dass es noch neue Viecher geben wird, aber das hoffen wir mal nicht. Die Drachen sind tot. Ha, wer soll sie denn getötet haben? Die Paladine? Ich. Das glaubst du doch selbst nicht. Hör auf, mich zu verarschen. Na dann mal viel Glück beim Suchen. Ihr werdet hier noch eine Weile festsitzen. Ja, dämlichen Drachenjäger. Ich frage mich echt, was sich die Entwickler gedacht haben, dabei solche Wichser hier hinzustellen. Ja, wie kann man nur so asozial sein? Ich will hier so meine Freude mit denen teilen und die so, fick dich, ich glaub dir kein Wort, denn ich bin dumm. So wie Biff. Meine Fresse, Biff. Okay, Biff ist wieder frei. Gibt's doch gar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt kurz noch zu Angas Amuletten, dann können wir endlich schlafen. Ich wundere mich auch gerade, dass mein Speicher gar nicht so schnell vollgeht, wie ich erwartet habe. Es ist jetzt schon eine verdammt lange Zeit, die wir hier schon aufnehmen. Aber wir haben jetzt auch alles erfüllt, erledigt. Wir müssen nur noch hier mit den ganzen Leuten in der Burg reden und mit Oshak. Und genauso noch das Amulett holen. Ja, Bulko, was ist los? Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nichts, du willst doch was. So, jetzt redet er's. Verdammt, Silvio ist tot. Du hast dir das Genick gebrochen, Bulko. Sonst jetzt nicht mehr. Was willst du jetzt machen, wo Silvio tot ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich mich den anderen Drachenjägern anschließen, wenn sie mich noch haben wollen. Es hat ja keine Drachen mehr, also. Weißt du, wo die anderen sind? Ich denke schon. Ich habe zumindest einen von ihnen drüben am Fluss gesehen. Ja, da hast du recht. Das ist gut. Ich sollte dir den Kopf abreißen. Schwing hier keine großen Reden. Bring mich zu den anderen Drachenjägern. Ich bin doch nicht dein Lakai. Egal, was ich mache. Dann eben nicht. Ich werde sie schon finden. Dann verlauf dich nicht. Das ist jetzt wirklich ein sehr seltsames Gespräch. Ich frage mich echt, was wir hier mit diesem Schwachkopf anfangen sollen. Er könnte uns hinbringen und dann würde er mit denen rumhängen, glaube ich. Keine Ahnung, mir ist eigentlich relativ wurscht, was der jetzt in Zukunft macht. Bulko ist Bulko. Bulko ist mir eigentlich scheißegal. Der kann von mir aus entweder hier alleine am Feuer sitzen, wenn Silvio tot ist und denken, was mache ich jetzt? Ich bin doof, ich kann nichts alleine tun, weil ich super doof bin. Oder er kann von mir aus auch bei den Drachenjägern rumhängen und mit denen reden. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin Bulko. Das ist mir scheißegal, der kann machen, was er will. Dämlicher Bulko-Schwachkaffee. Nein, ganz ehrlich, was bringt mir der Aufenthaltsort dieses dummen NPCs? Entweder er ist glücklich oder er ist nicht, aber mir ist es völlig egal, was er ist. Es ist nur Bulko. Er hat Efeu auf die Fresse verdient. Ich bin viel zu nett zu dem die ganze Zeit. Hey, Biff. Du bist so behindert. Mein Gott, Biff. Hier. Guck, guck. Ja, brav. Kommst du jetzt? Okay, er hat's geschafft. Mein Gott. Also ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Der Typ hat sie einfach nicht alle. Ist so unglaublich beschränkt. Aber okay, er kann nichts dafür. Er wurde so programmiert. Er kann ja gar nichts dafür. Ah, ich habe schon wieder das ganze Skelett mitgenommen. Das ist bei Gothic 2 nach des Rahmen auch passiert. Mann, oh Mann. So dämlich, ey. Einfach das Skelett verschwindet, wenn man den Pfeil aufhebt. So, Biff. Hoffen wir mal, dass du diesmal nicht gebrutzelt wirst. Aber wir sind ja nicht in Nacht des Raben. Die Viecher sind ja ganz leicht zu killen in Classic. Wir sind ja keine so übermenschlichen Viecher wie in Nacht des Raben, wo es ja echt krank ist. Hier macht man die so locker platt und in Nacht des Raben sitzt man da, als ob die Drachensnapper Endbosse wären. Und das ist nach vorne gekippt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. So, Biff. Da drin haben wir noch einen Bluthund. Und zwar nicht Sandor Clegane, aber das wird jetzt vielleicht nicht jeder verstehen. Was? Kein Bluthund? Okay. Vielleicht sind die auch neu. Ja, Biff hat ihn auch schon entdeckt, den Drachensnapper. Dann ist halt nur ein Drachensnapper, ja. Vielleicht wurden die Bluthunde ja gar nicht übernommen in Classic und nur dann in Nacht des Raben eingeführt. Wie auch immer. Das kann ich mir auch vorstellen. Hier haben wir einen Eichenbogen. Der sieht, glaube ich, ziemlich mächtig aus. Und er ist es auch. Für 80 Geschicklichkeitspunkte können wir den anlegen. Wir können den... Ah, wir haben sogar 40 Lernpunkte. Also können wir uns darum kümmern, dass wir den anlegen können. Er ist im Moment auch die beste Fernkampfwaffe, die wir haben. Also brauche ich gar nicht mehr Sorgen machen wegen der Armbrust. Die ist nämlich noch ein bisschen schlechter als der. Allerdings braucht die Armbrust nur 40 Geschick.
und der hier doppelt so viel und bringt auch nur 10 mehr. Also das ist schon ein bisschen Verschwendung an Geschicklichkeitspunkten, die man da braucht. Aber was wir machen, ne? Ich muss auf jeden Fall noch meine ganzen Goblin-Bären essen. Die werde ich dann pur essen, wenn ich mir nicht beibringen werde, wie man Stärke- und Geschicklichkeitstränke macht. Wofür ich auch eine Menge Erfahrungspunkte, Lernpunkte, glaube ich, brauchen würde. Also vielleicht verzichte ich darauf. Jetzt weiß ich, ich weiß es noch nicht. Wie viel habe ich? Ich muss ja erstmal gucken, wie viel ich von was habe. Ob sich das da überhaupt irgendwie lohnt. Dann schauen wir mal danach. Aber irgendwann werde ich wahrscheinlich diesen Eichenbogen anlegen. Das sieht nämlich cool aus. So, jetzt sind wir gleich bei Angars Amulett angelangt. Oder besser gesagt, da wo er es verloren hat, der Depp. Er hat schon wieder Scheiße gebaut, weil er einfach wieder total high war. Und da sind schon unsere neuen alten Freunde, die wir hier immer treffen. Ich bleibe mal auf der 2, weil ich vergessen habe, mich zu heilen, was ich gerade gemerkt habe. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Guck mal, wie wir die fertig machen. Ah, dammit. Ja, ich habe auch eine super Rüstung, also was soll's. Gut gemacht. Der ist erledigt. Gut, Biff. Wir sind ein super Team. Aber demnächst muss ich dich loswerden. Sobald wir das Amulett haben, kannst du eigentlich wieder gehen, würde ich behaupten. Dann brauche ich dich vorerst nicht, weil dann gehe ich erstmal zurück nach Corinis und da brauche ich dich ja nicht unbedingt. Oh shit, ich wäre beinahe gestorben gerade. Ah! Damit habe ich nicht gerechnet, dass der das kann. Ah shit, ich habe natürlich nirgends gespeichert, weil ich so dämlich bin. Ah, Skelette sind blöd. Blöde Skelette, Mann. Blöde Skelette. Na gut, was soll's. Yeah, gemütliche Musik, während Skelette auf mich zulaufen. Au! Ah, das ist Biff! Scheiße. Ich bin zweimal geschlagen diesmal. Okay, Biff tut mir nichts, obwohl ich ihn verprügelt habe. Das ist gut. So, ja, ich glaube, mein Leben reicht trotzdem noch. Ich heile mich jetzt nicht extra. Wenn ich nicht so Mist baue wie vorhin, dann geht das gut. So, hallo, Skelette. Wie geht's denn so? Das nenne ich Timing. Blocken kann ich. Naja, mehr oder weniger. Ja, ich kann doch nicht blocken. Gut, Biff. Soll das nur mal einen kritischen... Okay, gut.